Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur Folge 53 vom Witcher 3. Hier ist euer Mario, der alte Sack. Und ich wünsche euch wie immer natürlich viel Spaß und gute Unterhaltung. Wir sind auf Hexenjagd. Um im Endeffekt... Ja. Mal wieder auf die Kacke hauen. Ich kann ja auch mal Scheiße labern, die... So, wir sind also, um im Endeffekt Anna, die weggelaufene Frau des blutigen Barons, zu finden. Internet lesen, wie das geht, dass der Balken, der Ausdauer Gesundheitsbalken sich schneller wieder erholt bei außerhalb von Kämpfen. Das habe ich noch nie gesehen, in keinem Spiel, dass das so einfach nur so ist. Wenn ich jetzt nichts trinke, geht der gar nicht hoch. Ich muss doch, wenn ich irgendwo, wenn ich nichts mache, muss ich mich doch auch so erholen. Das ist doch zu Hause auch so. So, was habe ich denn überhaupt noch? Wir gucken gleich nebenbei mal so. Ein Ei, Wasserflaschen. 5 Apfelsaft. Zweimal Schwalbe. Was war Schwalbe jetzt? Oh. Mögen die Pocken und der Durchfall alle treffen, die ein Schwein halten. Ach du Scheiße. Das sind doch Wünsche, wa? So, das war alles, was man ihr entlocken konnte. Mit ihm kann man gar nicht reden. Ja. Mal sehen, was da schon wieder aus dem Gebüsch kommt dann. Was ist das? Zombies oder was? Ey. Was hast du hier zu suchen, du Streuner? Ey, hallo. Ah. Das ist aber ein bisschen nett. Ich habe schon mal solche Großfressen erledigt. Macht das auch wieder. Bisschen nett miteinander umgehen und dann ist gut. Will ich langlaufen oder? Warum kann ich nicht mein Blümchen her? Oh, weiter. Okay. Oh, was ist das? Hatten wir hier schon mal mit dem Priester gesprochen? War das damals, wo wir die Quest gekriegt haben? Was ist das denn? Sind das die roten Punkte auf der Karte? Könnten, ne? Warum? Okay, rote Punkte sind Beute, ne? Die kann man plündern. Das 1, 2, 3, 4. Aber die anderen sind ja schon weg. Schlechte Idee. Bandit. Doch. Tötet ihn, haltet ihn, werft ihn in den Graben. Jo, fresst ihn die Raben, ja. Was war das denn? Nix. 2, 3, 4. Was ist denn jetzt? Ach, jetzt kommen die, oder? Tatsächlich, jetzt kommen die angewackelt. Was? Verlieren wir den Nerv? Wie lange soll ich noch warten? Sie gegen Banditen ist ja Feuer sehr hilfreich, wa? Das muss ich auf Rudi aber aufpassen. Was denn? Verlieren wir die Nerven? Das war's doch noch nicht. Oder? Was ist da hinten los? Das Pferd? Pferd wird attackiert. Hühnerbeinchen. Strickleiter. Auch gut. Strickleiter habe ich gefunden. Kann ich ja zusammenrollen, kann ich.
ist noch jede Menge Beute. Ja, die Beute lebt alles noch. Wiki-Dinger, ey. Was ist das denn? Oh, schöne Truhe. Eisenerz. Noch was. Schöne Viecher. So, also leicht angrillen. Macht viel aus. So, was haben die? Gut. Wie kennt kein Leder vom Pferd? Was ist noch was? Was ist das denn? Schwanz? Schwanz? Oh, stark, wa? Komm schon. Komm schon, sagt er. Die Rallen werden nicht übermütig. Was ist das? Trinken? Was trinken, ey. Scheiß. Mann, ey. Fast. Wo sind die? Oder sind das die Reiter wieder? Ne, die Viecher sind das. Wo ist die einzeln? Ich mach die einzeln weg. Einzeln weg und dann immer speichern. Schätze ich mal. Inzwischen schön erholen. Dann muss das eigentlich klappen. Ne? Plündern kann ich nachher, wenn alles beruhigt ist. Ich brauche Beute, ich brauche Gold. Reparaturen haben einen Haufen Knete gefressen. Das letzte, das war die Kriegerin, die mit dem Schwanz. Igni. Igni ist gut. So, Kinders. Action. So, das war wahrscheinlich noch so ein Reiter. Oder liegt schon länger da? Komm mal raus aus dem blöden, hohen Gras da. Kann ich gar nicht richtig sehen, was alles kommt. Der Gestank. Stufe 9, ja. Dann. Das hat schon den Schimmel ausgemacht. Seite. Bisschen zurück erholen. Wir speichern sind jetzt aber zwei weniger. Drei sind noch da. Vier. Vier inklusive. Inklusive dem starken Kriegerding. Komm noch her, du. Das, damit ihr weniger werdet. Aber ich will ja nicht so leichtsinnig sein. Die Truhen muss ich mitnehmen. Extravagante Beute drin, aber ich sehe gerade, wir machen gleich noch mal vorher noch mal einen kleinen